Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Es ist so schön, abhängig davon, wie vergesslich man ist, kann wirklich jedes Paket ein Mystery-Paket sein. Nicht nur die großen gelben Schätze, die sich da zu meiner Linken tummeln, denn während ich mir ziemlich sicher bin, was in diesem Paket drinnen ist, habe ich nicht einmal den blassesten Dunst von einem Schimmer, was ich gerade in der rechten Hand halte. Deswegen würde ich sagen, wir wärmen uns im heutigen Unboxing-Special einmal ganz kurz auf, indem wir hier bei dem Amazon-Paket dezent die Reißleine ziehen und uns ansehen, ja, es ist The Mandalorian. Die zweite Staffel gibt es jetzt mittlerweile auch schon bei uns als 4K-Steelbook-Version. Die ersten Staffeln von Mandalorian und Loki habe ich ja bereits letztes Jahr ausgepackt. Da kam ja dann auch noch der Predator-Film Prey mit dazu. Ich kann jetzt allerdings nur hoffen, dass dieses Experiment seitens Disney ein Erfolg war. Und denn während zum Beispiel bereits WandaVision angekündigt ist für eine Steelbook-Version und es dabei dann natürlich auch gleich die komplette Serie sein wird, gibt es ja zum Beispiel bei Loki auch noch mehrere Staffeln und es wäre schon sehr blöd, wenn uns Disney mehr oder weniger da eine Finte gelegt hat, um mehr oder weniger auf der einen Seite quasi ihr eigenes Versagen, den Streaming-Service zu erhalten, einzugestehen und zu wissen, okay, passt, wir müssen offensichtlich die physischen Fans auch irgendwie befriedigen, aber ihnen dann mehr oder weniger so einen kleinen Happen hinzuwerfen, nur um ihnen dann wieder, wenn sie unten liegen, in die Fresse zu treten. Nur damit wir dann die unvollständigen Serien im Regal stehen haben. Merkt man eigentlich, dass ich nicht der größte Disney-Fan bin? Auf jeden Fall bin ich sehr, sehr gespannt auf Mandalorian. Hoffe, dass ich irgendwann einmal bald Zeit habe für die Serie. Und damit kommen wir zu dem nächsten Paket. Das müsste jetzt rein theoretisch etwas von Amazon England sein, weil ich glaube, sämtliche Bestellungen, die ich aktuell offen habe bei Amazon Deutschland, sind bereits geliefert worden. Und ich habe bei Amazon England, glaube ich, nur eine größere Vorbestellung getätigt mit zahlreichen Arrow-Video-VÖs. Das heißt, das wäre mein Tipp, der sich hier drinnen versteckt. Ach ja! Auf dich hatte ich tatsächlich fast ganz vergessen. Arrow hat nämlich einen weiteren Teil von den Western-Klassikern veröffentlicht, nämlich unter dem Titel Savage Guns. Das ist jetzt, glaube ich, schon die dritte Western-Box, wenn mich da nicht alles täuscht. Unter anderem auch wieder mit einem Film von Lucio Fulci mit dabei, nämlich in diesem Fall bam, 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 bam. Ich weiß es nicht auswendig, wir werden das dann herausfinden. Fulci ist sowieso immer ein geiler Regisseur, nämlich einer, den man in erster Linie kennt wegen seiner klassischen Splatterfilme und Zombiefilme, der allerdings, finde ich, auch in anderen Genres durchaus einen Erfolg hatte und tolle Werke abgeliefert hat. Da kommt dann übrigens in Bälde auch von Sinestrange eine tolle Doku unter dem Titel Fulci Talks heraus. Ich weiß gar nicht, in welchen Formen und Fassungen, wo wir dann einiges vom Meister selbst erfahren. Freue ich mich drauf, hoffe, dass da dann auch noch eine Version davon ihren Weg zu mir findet. Aber mittlerweile bin ich auf jeden Fall sehr, sehr happy, dass ich diesmal zwei unbeschädigte Teile von Amazon quasi aus der ganzen Welt zusammengetragen habe und freue mich schon auf das, was da auf mich wartet.